Also ich trenne Ulbeck von seinem Werk erstmal. Also das finde ich einfach, das muss man machen. Also einen Autor mit seinem Werk zu identifizieren, wenn man das so liest, er ist islamophob oder er ist, weiß ich nicht, ein unglaublicher Macho und Sexist und die Frauen haben für ihn nur dienende Funktionen. Also das finde ich ist alles viel zu kurz gepackt. Wo er Nietzscheaner ist, in seinem Schaffen, in seinem Werk. Nicht in den Figuren, die er schafft, aber in dem Schaffensprozess. Da ist er auch auf dem Weg, zu dem zu werden, was Friedrich Nietzsche den schöpferischen Menschen, den höheren Menschen oder vielleicht dann auch den Übermenschen nennt, der sich nicht darum schert, was die Welt um ihn herum an Werturteilen auf ihn aus ihrer gegenwärtigen, weiß ich, Maulwurf-Perspektive ihn mit Dreck bewerfen. Ja gut. Diese kulturrelativistische, kulturpessimistische Perspektive auf den Zeitgeist heute, die Suche nach einer Insel, und wenn das nun die eigene Schriftstellerbiografie ist, dann ist da viel gewonnen. Also das ist eine Perspektive. Also ob das ist ein ganz anderer Futurismus. Das hat mit Science Fiction nichts zu tun, das hat was mit einem Aufbruch in eine Welt schöpferischen Menschseins zu tun. Und das habe ich bei sowohl im Lesen dieses Buches, auch bei dem Roman Unterwerfung, den ich vorher gelesen habe, so gesehen. Also ich setze mich mit den Phänomenen meiner Zeit auf eine schöpferische und kreative Weise auseinander. Und das ist mein Lebenswerk. Und was ihr damit macht, das ist euer Problem. Wenn ihr da als Mickey Mäuse das anpinkeln wollt, dann tut das meinetwegen. Aber diese Idee des ewigen sich selber perpetuierens als Ich. Das ist ja diese Geschichte mit den Neomenschen, mit diesem Daniel 24, 25, 1 und den ganzen Zwischenstufen, die dazwischen, da gibt es ja noch einen Daniel 8 und 9, der kommt so drin vor, der sich so langsam aber sicher die Gefühlsebene und die Ängste und also den gesamten emotionalen oder affektiven Apparat abzüchten durch diese Klongeschichten. Das hat nun mit der Geschichte der ewigen Wiederkehr von Friedrich Nietzsche nur sehr wenig zu tun. Also es war auch diese Idee, mich in diesem Augenblick, den ich als einen gelungenen Entwurf meines Daseins wahrnehme, ewig wieder zu wollen. Und das ist nicht das, was Daniel 24 und Daniel 25 sind. Es ist eine Ewigkeitsperspektive, die aus der Geschichte der ewigen Wiederkehr des Individuums, aus der Philosophie Nietzsches eigentlich eine Existenzform ist, die nicht wert ist, gelebt zu werden, weil sie eigentlich kein Leben ist. Und das ist ja auch der Schlusssatz im Roman. Das Leben ist real und nicht wir als emotionslose Klone. Und der Aufbruch in diese Existenzfülle, ich will wissen, was Daniel 1 durchgemacht hat und sei es um den Preis des Todes. Und das, finde ich, ist eine interessante Perspektive auf diese gescheiterte Existenz der Klon-Futuristen. Also da will keiner hin. Ulbeck als Franzose, als Kulturkritiker, natürlich, da gibt's doch. Ja, er ist auf Réunion geboren, das ist ein Inselmensch. Er kommt von einer Insel und sein Protagonist will wieder auf eine Insel in diesem Roman. Ja, dann gibt es natürlich in der Kulturgeschichte Robinson die Insel. Also da finde ich eigentlich zu mir selbst. Da komme ich mit der Natur wieder in eine Kommunikation und auch mit dem Wesen des Menschen, also mit seinem Freitag, die dieser entfremdeten Kulturgesellschaft was völlig anderes entgegensetzt. Und an wen ich auch gedacht habe, ist, weil mein Vater ist ja Künstler, an Paul Gauguin.
Alle die Überdrüssigkeit dieses Fernsehäkle. Hier passiert nichts mehr. Das sind, mit Friedrich Nietzsche zu sprechen, nur noch letzte Menschen. Das ist der letzte Mensch. Und wir müssen sehen, dass wir da rauskommen. Du kannst meinetwegen hier verrotten, wenn du willst, mit deinem Pointillismus. Ich will ins Leben, also raus, ab auf die Insel. Und das fand ich ein interessantes Thema. Und das ist auch ein ganz starkes Motiv bei Friedrich Nietzsche. Die Insel der Glückseligen. Der Übermensch wird nicht in der Zivilisation des 21. Jahrhunderts geboren. Das sind alles Untergangsphänomene. Das ist alles Nihilismus, mit dem wir uns hier beschäftigen. Das wird der Relativismus. Hier will eigentlich gar keiner mehr etwas. Hier hat gar keiner mehr Zukunft. Sondern wenn du eine Zukunft willst, dann musst du dich abheben von dieser Massenkultur, von dieser Massengesellschaft. Und das ist so diese Idee, aus der dann auch das entspringt, was vielleicht bei Ulbeck eine interessante Perspektive einer Zukunftsvision des Menschen ist. So dass das einfach als eine ganz starke Metapher zu suchen, die wir ja jetzt an ganz unterschiedlichen Stellen durchdekliniert haben. Was kann eine Insel sein? Kann Sex eine Insel sein? Kann Jugend eine Insel sein? Kann der Neomensch eine Insel sein? Kann Gentechnologie eine Insel sein? Kann die Sekte eine Insel sein? Natürlich, das können alles Inseln sein. Aber ich glaube, solange wir Inseln suchen, die nicht auch in uns selber sind, geht diese Suche möglicherweise in die Irre. Such dich erstmal selber. Das ist ja Nietzsches unglaublicher Satz, den ich immer so gelegentlich mal so in meinen Seminaren durchgekaut habe. Jeder ist sich selbst der Fernste. Also die Fernstenethik, die Fernstenliebe, nicht die Nächstenliebe. Die Nächsten, die kenne ich alle schon. Die sind auch gar nicht liebenswert. Achtenswert, ja gut, die muss man jetzt nicht, weiß ich nicht, als Nihilismus sehr stark oder schön, die muss man jetzt nicht in den Orkus schieben oder so. Da muss man jetzt nicht die Atombombe drüber werfen oder irgendwas. Die muss man jetzt nicht vernichten oder sowas. Die kenne ich alle schon, aber kenne ich auch meinen Fernsten schon? Es gibt bei Sartre auch in Das Sein und das Nichts diese Stelle: Ich erwarte mich in einem zukünftigen Entwurf sozusagen als eine andere Existenz. Und das ist der freie Entwurf auf eine Möglichkeit des Seins, die ich nicht bin, in der ich mich aber erwarte. Das ist so ein Erwartungshorizont an meine eigene Existenz. Und das, finde ich, ist im Hinblick auf die Frage nach dem, wer ist der Fernste in mir, wo erwarte ich mich eigentlich in meinem Daseinsentwurf? Auf welcher Insel werde ich oder möchte ich ankommen? Ist das Robinson Crusoe oder sind das die verschiedenen? Die sind es nicht. Was ich an dem Roman da interessant finde, ist, das habe ich damals auch bei dem Vortrag gesagt, dass bei Friedrich Nietzsche, ganz anders als bei den Zukunftsentwürfen im Roman, die Autorität, die darüber entscheidet, was das Gesetz für denjenigen ist, der danach handelt, das Ich selber ist. Und nicht irgendeine große Schwester, die irgendwas sagt, oder irgendein großer Bruder, oder die zukünftigen, oder irgendeine Autorität, sei es die im Jenseits oder sei es die im Diesseits. Also da wird ja ganz stark auf die gesetzgebende Kraft des schöpferischen Individuums gesetzt, dass seinen Weg geht. Und da sind auch nicht die Massen diejenigen, die entscheiden, ob ich Erfolg habe oder nicht, sondern ist sozusagen der innere Richter in mir selber, der darüber entscheidet, ob mein Entwurf ein gelungener ist oder ein nicht gelungener ist. Ganz interessant war gerade auch in diesem Konversionsakt bei Daniel 24, 25, was ist da? Dass es ein Unzerstörbares im menschlichen Wesen gibt, egal ob die nur Klone sind, wenn es denn noch Menschen sind. Also das ist die Voraussetzung. Ich glaube, Engel haben nicht so einen Richter in sich, sondern die sind unmittelbarer Ausfluss des universalen Gesetzes. Also die brauchen keine moralische oder irgendeine Art Instanz in sich, die ihnen irgendetwas sagt oder auf die sie hören oder mit der sie kommunizieren. Es kann eben auch eine viel elementarere Instanz sein. Und ich glaube, die ist eine, die bei Friedrich Nietzsche auch eine große Rolle spielt und die auch im deutschen Idealismus eine große Rolle gespielt hat und die, glaube ich, auch hier in diesem Roman eine große Rolle gespielt hat. Das ist das Gefühl.
das Gefühl lenkt und artikuliert sich dann nicht sofort in Sprache, in einem Wort, in einem Befehl, sondern in einer Richtung, in einer Tendenz, wohin die Antwort führen könnte. Und viele Antworten führen da eben in die Irre. Und das Gefühl hat da sozusagen einen Sicherheitsgurt, der sagt, also dann der Weg, probier. Dieser Imperativ bleibt der Erde treu. Und der Erde treu bleiben heißt natürlich auch der Natur verbunden. Und vielleicht ist dieser Spaziergang auf der Suche nach Lanzarote oder so, ist das so eine Elementarerfahrung, dass ich kann der Erde treu bleiben und darin kann ich auch zumindest temporär eine Glückserfahrung machen. Und dieses bleibt der Erde treu heißt für den Übermenschen eben auch, die natürliche Ausstattung des Menschen ernst zu nehmen. Instinkte, Gefühle. Es gibt bei Arthur Schopenhauer den bemerkenswerten Satz, das Gefühl der Realität menschlicher Existenz haben wir im Leiden und im Schmerz. Die Abwesenheit von Schmerz ist eigentlich kein positives Gefühl, sondern wir erfahren uns besonders intensiv im Leiden und im Schmerz. Das ist natürlich bei ihm buddhistisch geschuldet. Alles Leben ist Leiden, auch Glück ist Leiden. Und Krankheit, Schmerzen und Leiden sind eben intensive existenzielle Erfahrungen. Und wenn Daniel auf der Suche nach intensiver Erfahrung ist, dann ist vielleicht das auch für ihn eine Tür, durch die er gehen zu können glaubt, um da das zu finden, was er sucht. Also eine intensive existenzielle Erfahrung. Also nochmal der letzte Satz, das Leben ist real und Leiden ist Leben. Dann ist der letzte Mensch, bei Friedrich Nietzsche aus Zarathustra, mein Freund, das ist der. Nicht leiden, aber auch kein zu starkes Glück. Also das bringt mich auch aus der Fassung. Und dazu gibt es Mittel, um das sozusagen irgendwo auf so einem Mittelmaß einzufrieren. Also das ist das, ne? Die Pille am Morgen und die Pille am Abend für die sanften und leichten Träume am Tag und hinterher. Und das ist es. Lass das. Ich lehre euch den Übermenschen. Und dann sagt er, nee, sagen die ja dann auf dem Markt, wir schenken dir den Übermenschen. Gib uns den letzten Menschen. Das wollen wir. So dieses kleine Glück ohne große Ausschläge, sowas in der Art. Ich weiß gar nicht, ob er das selber ist oder ob ich das aus irgendeiner Kritik gelesen habe. Also Postexistenzialismus oder sowas wird da geredet, aber das sind alles irgendwie plakative Schubladen oder sowas. Also Existenzialismus kann nie Post sein oder sowas. Er ist immer Ante. Die Existenz ist immer offen. Also die Freiheit ist immer vor mir, niemals hinter mir. Wenn ich sie hinter mir habe, dann bin ich besonders der Existenzialist, des Existenzialismus bedürftig. Also Postexistenzialismus, diese ganze Post.